Okay. Jesus Christ! What the fuck is that thing? Da reicht auch nicht nur ein einfaches Mittel. Tentakel an der Wand. Da brauchst du aber schon einen richtigen Insektenvernichter, damit das kaputt geht. Ich würde ja irgend so ein Stück Holz mitnehmen, ne? Einfach nur deswegen. Okay, die Tür geht sogar auf. Schauen wir mal. Keine Schublade, die ich öffnen kann. Telefon. Ach, du möchtest niemanden anrufen? Dein Telefonjoker? Weiß ich nicht. Deine Mama? Wir sagen, hallo Mama. Ich glaube, ha. Da ist es. Das war's. Da ist ein... Muster. Vorhanden. Brauchen wir jetzt... Wir müssen wahrscheinlich gewisse Schubladen öffnen, damit die aufgeht, oder? Vielleicht steht das Muster auch irgendwo. Also wenn das Mädchen nicht irgendwann in so einem Schrank drin ist, dann haben sie da auf jeden Fall eine Chance vertan. WC. Oh, da hat jemand seine Periode. Da gehen wir jetzt nicht rein. Oh, Security Card. Aus Sicherheitsgründen wurden verschiedene Kartenlesegeräte für den Zugang zu den gesperrten Bereichen des Hotels installiert. Die neue Anlage dient vor allem der Sicherheit aller Beschäftigten. Jede Karte öffnet nur das Panel der jeweiligen Farbe. Zusätzlich zur Karte muss ein Passwort eingegeben werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis, die Verwaltung. Okay, ich höre hier jemanden ganz schwer gehen. Aber sehe niemanden. Okay. Soll das genug Kills haben, dann... And dead.
Okay, und dafür brauchen wir einen Schlüssel. Warum heißt es eigentlich Menstruationskalender und nicht Periodensystem? Ah. Ich glaube, der Spruch, ich glaube, das Wort war schon vergeben. Nani? Nani? Alter, wie winzig! Hallo? Who are you? What are you doing here? Look, please, I need help. Someone, something attacked me last night. I was knocked out for God knows how long. And the entire hotel is completely destroyed. Stop. Answer me. Roberto. My name is Roberto. I came here last week to investigate the people who have been going missing. I got a tip from a girl named... Hold on. Roberto? Like Roberto Leche Lopez? Yes, that's right. Wait. How do you know my Stephanie. No. No, that's not possible. There's no way. How are you still here? It's been over a year since I told you to come here. I thought they killed you. Wait, Stephanie? Is that you? Does he know about this? Is that part of the plan? Does who know about what? And what do you mean it's been over a year? What the hell are you talking about? Shit. Look, I don't know what's going on, but I have to go. Try to find your way down to the first floor. I'll call you once you get there. And listen, be careful. There's no telling what could still be luring around the hotel. What do you mean? Okay. Wait. Hello. Hello? Stephanie. Damn it. Der Voice Actor würde einen guten Spider-Man Voiceover machen. Ja. First floor it is then. Schon? Hier ist ein Muster, war die Aussage. Aber das Dreieck können wir nicht nachmachen hier, oder? Nee. Schade. Entweder... Okay, sehen wir das Muster irgendwo? Ja, ja, komische Guauls und so. Die will nicht aufgehen. So, die Sache ist die. Wir können auch da hinten gehen. Aber wir haben die Sicherheitskarte auch, um weiterzugehen, ne? Ich glaube nicht, dass die Dinger mich berühren sollten. Okay. Die Dinger dürfen mich nicht berühren. Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich nicht an diesen Stuhl. War der schon da? Wahrscheinlich ja. Hm. Mädel. Ich bin aber hierher, wie wird Stephanie?
67352. Mami? Hallo? Das ist eine große Kiste. Hier liegt ein neues Telefon und ein ganz altes Telefon. Drei, sieben. Nee. Ja, das werde ich mir wahrscheinlich nie merken können. 67352. Sechs, sieben, drei, fünf, zwei. Sechs, sieben, drei, fünf, zwei. Okay, es ist ein anderes Passwort für ein anderes Terminal. Aber du hast ja auch die rote Karte durchgezogen. Ja, ich habe nur eine. Ich habe nur eine Karte aktuell. Das ist aber ein schönes Bild. Man erkennt so viel. Das hört sich nicht gut an. Die Vernunft eines Verrückten. Nö. Nani? Alter, lass die Tür zu. Was steht da? Das Problem ist, ich kann kein Portugiesisch. Ich habe keine Ahnung, was da steht. No idea. Okay. H8. Schreibe ich mir mal auf. H8. Keine Ahnung wofür. Und schon wieder Kakaopatsche an der Wand. Yep. Aber die sind jetzt richtig, also die versteckt sich jetzt im Dachboden. Hat sie einen Akku? Hat sie eine... Nö. Sehr geehrter Administrator, hier ist das Passwort für dieses Schließfach. Ist das jetzt Enigma gesichert? A, F, D, H, G, A. 6 gleich F. Und 7 gleich G stand auf dem Flur, ne? Auf dem Weg zur 5. Etage etwas markieren, das die Dinge erklärt. Und H8 an der Wand
Dann ist es wahrscheinlich genau 8 gleich H. Das ist die Enigma-Maschine. Einfach, naja, nur mit den Zahlen. Also, wir haben die F ist 6. Wir haben 7 ist G. Wir haben 8 ist H. Das heißt, es fehlt noch A und D. Das Passwort ist AFD. Keine Ahnung. Richtig, da, das ist richtig. Okay, aber das hier sind ja nur 3 Zahlen. Da ist die Frage, wo ist das Passwort? Punkte, die zum Verbessern von Ausrüstung verwendet werden können. Alter, hier gibt's auch... Was? Hier gibt's ein Verbesserungssystem? Wobei ich bei F6, G7, H8 ein System erkenne. Ja, wir können es gleich mal ausprobieren. Erhöhe die Weite des Nachtsichteffektes. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, es ist unter Umständen einfach die Position im Alphabet. Dann probieren wir das doch mal. Aber vor allen Dingen ist jetzt die Frage, dann ist es A ist die 1 und D ist ABCD 4. Könnte das hier aber jetzt auch 1, 6, 4 sein? Und das zweite Schloss? 8, 7, 1. Pistonkugel. PC-Schlüssel. Yay! Munition. Fuck you. Alter Verwalter, geh weg, du olles Kanickel. Das Schlimme ist, ich neige nicht dazu zu zucken. Aber innerlich bin ich dann komplett zerrissen. Das Schlimme ist, das passiert hier jetzt gleich auch in echt. Ich sehe es kommen. Aber hier ist jetzt nicht, oder? 1, 6, 4, 8, 7, 1. Schade. Ist auch nicht das Datum, was da steht. 19, 09, 10. Schade. Das ist es auch nicht.
Aber welches Toilettchen ist es denn? Öffnet das Badezimmer im blauen Korridor. Im blauen Korridor? Das Schlimme ist, ich würde gerne mal zurückgehen, um zu speichern. Lässt mich das Spiel einfach zurückgehen zum Speichern? Die Antwort auf die Frage scheint ja zu sein. Ich glaube, du hast einen Delay zwischen Effekt und deiner Cam. Hab an sich das Gefühl, dass deine Cam ein bisschen hinter deinem Gameplay hinterherhinkt. Keine Ahnung. Nee. Sollte eigentlich nicht. Also, ich muss mal ganz kurz wohin. Denn sonst gibt es den ersten Jumpscare im Spiel oder sowas und dann mache ich hier das Bett voll. Oder den Stuhl eher. Dementsprechend, wie gesagt, wie immer ein, zwei Sekündchen, Minütchen, bis gleich. Thank you.
Wer hat so viel Chili gegessen? So. Weiter geht's. Was haben wir hier gemacht? Wo müssen wir hin? Das hat immer so ein... Die Kamera bei Bewegen hat immer so einen ganz kurzen Moment, dass sie so nachzieht. Das ist ein bisschen verwirrend. So. Der blaue Gang. Keine Ahnung, wo der ist. Check. Das ist auf jeden Fall der heiße Gang. Den hatten wir schon offen. Wer hat ihn wieder zugemacht? Letzte Question. Der blaue Gang. Ist das hier der blaue Gang? Ich habe keine Ahnung. Der Service Room. Schade. Also sagen wir mal so, hier ist es auf jeden Fall blauer. Aber das kommt eher, das hängt damit zusammen, dass es draußen blau ist. Durch den nicht sichtbaren Mond. Müssen wir vielleicht wieder runtergehen? Ja, und da können wir nicht hin, weil wir angegriffen werden. Hi. Für was höre ich ein leises Bark Bark? Du meinst wegen dem Gang? Nein. Wir kommen da nur wirklich nicht rein. Wir werden ja wirklich, wir werden ja direkt angegriffen. Das scheint der blaue Gang zu sein. Wie komme ich da drauf? Blauer Teppich. Das war meine Sitzung. Also, hier hast du Chili gegessen. Wenn das Badezimmer danach so aussieht, dann hat es funktioniert. Dann war auf jeden Fall genug Chili im Chili. Hallo? Wenn danach sogar, genau, wenn sogar das Klo danach Durchfall hat. Ja, mit der Taschenlampe gegenhauen? Nö. Ah, ja. Es dauerte eine Weile, bis der Aufzug ausfiel. Aber irgendwann war es dann soweit. Und jetzt sitze ich hier oben fest. Ich erinnere mich, dass irgendjemand gesagt hat, es gäbe in den Servicebereichen in der 5. und 6. Etage Ersatzteile, aber ich werde auf keinen Fall alleine in diesem verdammten Hotel herumschleichen. Okay. Zettel an die Seite. Etage 5 und 6. Ersatzteile. Ersatzteile. Aufschreiben. Lieber aufschreiben und man braucht später nicht. Ich nehme das Dokument ja auch mit, aber trotzdem. Shit. Looks like I have to find a way to fix this thing if I want to make it down to the first floor. Mhm.
Lass mich raten, ich mach die Kamera an und das Ding guckt mich an. Das hätte ich jetzt erwartet. Ey, jetzt mal ohne Witz. Ich weiß nicht, was das Spiel macht. Aber wie zeige ich euch das? Moment. Alter, mir wäre jetzt fast ein Filzstift aus der Hose gefallen. Ey. Kann mal bitte einer Big Brother anmachen? Big Brother is watching. Mal gucken, ob er das sieht. Nein. Mein Rechner ist ja voll mit LED. Das ist immer aus. Es ist immer aus. Und gerade wo das Geflacker kam und das Rot, fing mein RAM an rot zu leuchten. Und ich hätte mich hier fast beschissen, ey, ohne Witz. Das ist immer aus. Immer. Warum? Hat das Spiel das eingebaut, dass das funktioniert? Ey, ohne Witz, da kriegst ja Angstzustände. So, jetzt schnell mal die Kamera irgendwie anders legen. Denn der Schnitt gut. Ihr seht mein Chaos auf dem Schreibtisch. Ihr könnt euch die Decke angucken. Da war die Hornisse, da oben. Ich lasse die Kamera mal hier liegen. Vielleicht brauchen wir die irgendwann nochmal. Alter. Oder das ist ein Zeichen von meinem Rechner, der RAM explodiert gleich. Warum leuchtest du denn jetzt rot? Was ist denn? Ich habe keine Ahnung. Oh. Indiana Jones war auch hier. Wollt ihr alle jetzt mein Sounddeck sehen? Hier, mein Sounddeck. Mein Monitor 1, der Monitor 2. Und ich möchte da noch einen Monitor hinhängen, vielleicht irgendwann mal. Da oben. Was gibt's da draußen zu sehen? Ah ja. Ein Spiel, Freunde. Brauchen wir keine Anleitung, wie wir den Aufzug reparieren? Akkumulator. Wie? Öffne die Kiste mit Gegenständen. Kann man jemals genug Munition haben? Ich glaube nicht. Ich nehme da mal die Haltung der NRA ein. Im Übrigen meinen Modchat wieder aufmachen. Aber, ne, wir müssen oben den reparieren, ne? Okay, das öffnet Zimmer 603. Hä?
Dein Woman Scream kommt nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Die Effektwarteschlange ist wahrscheinlich gerade am Hängen. Weil drei Leute, also weil zwei Leute direkt hintereinander ein Ding gecastet haben. Moment. Ich löse das Problem kurz. Ich muss erst zurück zu Twitch dafür. Was ist das denn? Nee, nicht das Creator der Sport. Das andere. Oder nicht? Wie war nochmal die Admin? Kann man nochmal auf die Admin-Sicht? Anfragen verwalten. Okay, jetzt habe ich alles als beendet aktiviert. Sollte klappen. Hoffentlich. Das ist zum Glück mal nicht mein Fehler, weil das Twitch eigen ist. Und warum ist das jetzt hier explodiert? Leiche nicht öffnen. Dann tue ich das nicht. Ist okay. Darf ruhig zubleiben. Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde. Sämtliche Werkzeugkästen verfügen über ein Standardpasswort für Notfälle. Behalten Sie dieses Dokument stets bei sich, damit Sie den Kasten auch dann öffnen können, wenn Sie das Passwort vergessen sollten. Das Standardpasswort. Standard. Passwort. Äh, 30 rechts, 10 links, 5 rechts. Dance Music passt echt gut zum Stream. Are you really sure about that? Okay, Türen, die so rattern, die kann man auch wirklich nicht öffnen. Oh oh. Ah, guck mal. Da brauchen wir erst einen Seitenschneider oder sowas. Warum sollte ich mir denn irgendetwas merken? Überbewertet. Hallo? Der Mensch hat Zettel und Stift erfunden. Oh, fuck. Der Mensch hat Zettel und Stift erfunden. Seitdem ist Merken überbewertet. Das ist wie Kopfrechnen. Am Ende nutzen nur eher alle Taschenrechner. Die meiste Zeit. Bin ein Schisser, ich speichere auch 100 Mal. 603. Das bedeutet, wir müssen wieder hier durch und dann hinten raus. Ich spare mir das, wieso? Wenn Spiele noch nicht spannend genug sind, dann muss der Zuschauer noch den Streamer fertig machen. Äh, 603. Kann ich hier jetzt schon was machen mit dem einen? Hä? Ich dachte, ich muss das reparieren, aber ich muss gar nicht das reparieren. Hallo? Wo ist der Pulsometer? Der würde gar nicht so hoch gehen. Weil das Problem ist... Die Soundeffekte sind viel besser, denn da habe ich gar keine Möglichkeit, das zu sehen.
Weil sonst bei dem Schrei steht links, dass das Woman Scream erhalten wurde. Bei dem Geräusch gar nichts. Ich weiß nicht mal, wie ihr den auslöst. Ich glaube, unterm im Panel oder sowas, ne? Alter. Und wegen den Punkten, ich werde mal ein Kinderbett. Yay! Ich werde mal was einfügen, dass ihr euch entweder Spiele wünschen könnt. Dass ihr euch Spiele wünschen könnt oder, weiß ich nicht, andere streamrelevante Dinge. Oh, lass mich Gitarre spielen. Lass mich Gitarre spielen. Oh, nimm sie mit. Kannst im Zweifel auf jeden Fall über die rüberhauen. Warum sollte ich so ein Bild aufhängen wollen? Ich frage für einen Freund. Kein guter Freund. Also kein Uso 12, aber... Aha. Aha. Selbst der Schraubenzieher geht nicht. Twitch hat auch irgendwelche Wartungsarbeiten gerade. Da gab es Infos zu. Okay. Oh, die zeigen das sogar an. Das ist eines der geilsten Features, die man hätte machen können. Wow, Imbusschlüssel. Mein Inventar ist voll, ne? Was liebe ich mehr als Horrorspiele mit Inventar? Ja, gleich. So. Muss Eritus selber rausschneiden? Kann ich als Video-Highlight machen. Aber Clips könnt ihr, glaube ich, auch später erzeugen. Ihr könnt Clips auch im Nachgang noch in der Aufnahme erstellen. Glaube ich. Der hilft uns nicht mehr. I know the Sacred Trail must have something to do with this. I've always been suspicious that they were hiding something. But this? Nothing could have prepared us for this. And it's been right here this whole time, right under our noses. Okay. Also ich habe es jetzt schon rausgefunden, dass diese Hand einem immer auch zeigt, guck dir das mal an. Und das Zimmer 610, kennen wir irgendwoher, war unser Zimmer. Und jetzt müssen wir den Aufzug reparieren. What the frick?
Und wahrscheinlich gibt es nach dem Kapitel Hotel noch ein Kapitel, keine Ahnung, die Mine. Die Mine bediene. Stand der schon immer da? Keine Ahnung. Schmeiß die Schrauben weg. Die brauchst du bestimmt nicht mehr. Nie mehr. Aber weg damit. Ach so. Da muss ich erstmal Elektriker Klaus fragen. Ob das so richtig ist, was ich hier mache. Ach, das ist... Oh, ich habe mich gerade gefragt, ich schiebe einen Teil durch die Gegend, aber nein, nein, das ist... das ist alles ein einziges großes Kribbelpuzzle. So. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob ich einfach nur... Das geht nicht, das geht aber. Wo muss ich denn hin mit dem Ding? Okay. 2 Kilogramm geschnitten, nur noch 3 Kilogramm übrig. Dann hoffe ich, dass ich eine gute Unterhaltung dabei bin. Aber schneid dir nicht in den Finger. Denn Zwieb... Oh, God damn it. Of course it's missing all the buttons. Guess I have no choice but to go up. Nee. 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 Ich will nicht hoch, ich will runter. Das Witzige ist, ich hätte die Taste doch einfach irgendwo anders reindrücken können, oder? Aber die werden heute nicht mehr angeschwitzt, das passiert dann morgen. Ja, ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Kann man mit Zwiebeln ja auch gut machen.